Klar sind bereits alle Pferde in den Boxen. Großer Dallmayr-Preis ist in diesem Moment auf der Reise und gestartet. Alles ist gut abgekommen. Nation Sprite an der Außenseite hat das Kommando übernommen. Zunächst einmal vor Eden Best of Lips. Best of Lips und Nation Sprite. Keiner will so richtig gehen. William Buick macht sich das Rennen selber. Geht nach vorne mit Nation Sprite. Best of Lips ist dahinter, zweites Pferd. Dann in dritter Stelle innen galoppierend. Das ist Best Lightning. Dahinter dann Fantastic Moon. Am Schluss des Feldes Scarletti hinter San Marco. So ging es durch den ersten Bogen hindurch in die Gegenseite hinein. Und vorne Nation Sprite mit zwei Längen vor Best of Lips. Dann Best Lightning als drittes Pferd. Vierter ist Fantastic Moon. Dann eine Lücke von zwei Längen bis zu San Marco. Und dahinter Scarletti auf Warten geritten an letzter Stelle von Antonio Orani. Mitte der Gegenseite ist jetzt passiert. 1400 Meter sind es noch bis zum Ziel. Und vorne ist Nation Sprite vor Best of Lips, vor Best Lightning. Dann zwei Längen bis zu Fantastic Moon, weitere zwei Längen zu San Marco und zu Scarletti am Ende des Feldes. Ende der Gegenseite ist angesteuert. Es gibt keinerlei Veränderungen der Positionen. Alles wie vom Fleck weg unter der Führung von Nation Sprite vor Best of Lips, vor Best Lightning, Fantastic Moon, San Marco und Scarletti am Ende des Feldes. Alle belauern sich gegenseitig. Nation Sprite weiter mit der Führung. Das wird jetzt einen Sprint geben, dann in der Zielgeraden. Am Scheitelpunkt des Schlussbogens vorbei. Nation Sprite, Best of Lips, Best Lightning, Fantastic Moon, San Marco und Scarletti. Und jetzt geht es in die Zielgerade. Jetzt sind es noch 550 Meter. Nation Sprite mit dem Kommando. Unverändert vor Best of Lips. Dann ist Fantastic Moon in der Bahnmitte sofort da. Jetzt kommt Tempo ins Feld. Jetzt gibt es richtig Gas. Und vorne Nation Sprite, der legt jetzt richtig los. Jetzt kommt aber sofort Fantastic Moon rückt nach und ganz an der Innenseite Scarletti auf dem Vormarsch. Aber Nation Sprite ist vorne. Nation Sprite vor Fantastic Moon. Noch 150 Meter. Nation Sprite im Moment doch alleine da. Fantastic Moon kommt da nicht heran. Nation Sprite gewinnt Startziel. Nation Sprite ist der Sieger. Dahinter Fantastic Moon. Läuft ein tolles Rennen trotzdem. Scarletti ist Dritter. San Marco Vierter. Und dahinter ist es dann Best of Lips und Best Lightning. So, dann müssen wir uns so, wir haben das Ergebnis im siebten Rennen im großen Dallmayr-Preis. Der Sieger ist die Programmnummer 3, Nation Sprite und William Buick für Godolphin International. Auf dem zweiten Platz die 7, Fantastic Moon. Drittes Pferd war die 6, Scarletti. Vierter die 5, San Marco. Fünfter die 2, Best of Lips. Und sechster die 1, Best Lightning. Die 4, Petit Marin, meine Damen und Herren. Die Boxentür hat sich geöffnet. Das Pferd ist aber in der Maschine stehen geblieben und gilt somit auch als gestartet. Ganz, ganz bitter für das Team um Dirk von Mitzlaff und Marcel Weiß.